Ich grüße euch. Heute möchte ich euch mal drei grundlegende Schlaglinien zeigen, drei grundlegende Surfrichtungen. Also heute gibt's mal keinen Rhythmus, sondern heute zeige ich euch mal was, womit ihr selber auf eigene Rhythmen kommen könnt und das mit ganz unterschiedlichen Grundschemen, Grundmustern, Grundlinien, Grundsurfmustern. Also, da haben wir drei Muster haben wir. Wir haben das Muster vom Zug. Da ist deswegen Zug, weil der so klingt wie ein Zug. Also, das geht so. Einfach nur das Schlagmuster. Okay, also das ist das Zugschlagmuster und das zeige ich euch jetzt anhand von den vier Schlägen vom Roll-On. Das mache ich dann auch mit den nächsten Mustern so, damit ihr einen Vergleich habt. Also das ist der Zug und das Ganze ist mit den vier Schlägen und zwar... Alright, so, nächstes Muster ist das Dumbo-Muster. Alright, jetzt wieder die vier Schläge. So, das nächste und dritte Muster ist Roll-On, abwechselnde Schläge. Okay, das Ganze mit den vier Schlägen. Okay, so. Und nun reihe ich mal, damit ihr den Unterschied ganz klar und deutlich hört, die drei Muster aneinander. Zuerst Zug, Dumbo, Roll-On. Zug. Das ist es. Das sind die drei Muster. Jetzt will ich für euch, dass ihr auch noch auf den Geschmack kommt, mit jedem Muster eine kleine Improvisation machen. Eine kleine rhythmische Improvisation. Ich beginne mit dem Zugmuster in einem anderen Tempo, aber das Grundding ist immer... Alright? Okay, also ich fange an. Okay, das Dumbo-Muster. One, two, three, four.
Okay, und jetzt das Roll-On-Muster. Dann nehme ich dann mal, fange ich vielleicht mit dem Schauamba an, den habe ich dann euch erst gespielt. Das sind die drei Muster. Also ich möchte dich einfach dazu einladen, dass du dir eins von den Mustern aussuchst oder alle drei und die einfach verinnerlichst. Ja, nochmal Zug. Dumbo. Roll on. Ihr merkt schon, es sind die Hände, bewegen sich die ganze Zeit abwechselnd und es ist nur die Schlagzeiten verändern sich, die Notenwerte verändern sich, ja. Ansonsten sind die Hände spielen abwechselnd. Zu den jeweiligen einzelnen Schlagmustern habe ich auch immer eine ganze Playlist. Also es gibt eine Zug-Playlist, es gibt eine Dumbo-Playlist und es gibt auch eine Roll-On-Playlist und Schaamba, wo auch der Schaamba dazugehört und der Shenan, ja. Also macht euch damit vertraut und dann gewinnt ihr den Kosmos. Viel Spaß, hier ist Ingo Gutmann.